There can be only one. Ja, es kann nur einen geben, und zwar nur einen Sammlerplatz. Und damit herzlich willkommen hier auf Talkabout TV. Mein Name ist Stefan und heute geht's um den Highlander, um einen der absoluten Kultfilme der 80er Jahre mit Christopher Lambert oder Lambert, wie man ihn ausspricht, und Sean Connery hier in der Two-Disc Special Edition als Mediabook. Ja, Highlander, ich glaube, zu dem Film an sich brauche ich nicht mehr zu viel, von erzählen. Ich glaube, der Film ist eigentlich bekannt und hier, ja, wie gesagt, in einem sehr, sehr schicken Mediabook von Studio Kanal. Und ja, dann fangen wir direkt mal an mit dem Cover. Das ist schon mal sehr, sehr schön gezeichnet. Ja, finde ich schon mal absolut klasse. Wenn wir gleich zu dem Inneren kommen, dann werde ich mich noch mehr freuen, denn das ist auch super gelungen, so viel kann ich schon mal sagen. Und wie gesagt, hier schicke Zeichen, Highlander, there can be only one, die englische Sprachausgabe von es kann nur einen geben, wenn man so möchte. Ja, genau, schon mal ein sehr, sehr schickes Cover. Dann der Spine, Highlander, hier oben nochmal das kleinere Cover-Ausschnitt vom Titelbildschirm sozusagen, und dann die Rückseite, dann mit den Infos dann auch nochmal, und ja, sehr, sehr schick. Wie gesagt, das Ganze kommt von Studio Kanal, zwei Discs, und ja, genau, die Information, da kann man nochmal auf Pause drücken, wenn ihr dich wollt, auch allerlei viel Bonusmaterial, drei Making-ofs ganz, und ja, da freut einen doch als Fan. So, hier haben wir dann die DVD. Kann ich auch mal kurz rausnehmen, nachdem wir da das Hintergrundbild. Genau, den Highlander. Und genau, dann tun wir das wieder rein. Und jetzt hier fängt das Booklet an. Und da muss ich sagen, hier sind alle Bilder hier gezeichnet. Und das auch immer, wie gesagt, sehr, sehr schick. Und Christopher Lambert quasi hat das Booklet geschrieben, also er berichtet quasi aus der Ich-Perspektive, und wie gesagt, wirklich, wirklich sehr schön gezeichnete Bilder. Nochmal das Titelcover, hier der Kugen, wie heißt der nochmal, Kugen, der Bösewicht. Genau, wirklich Sean Connery, wirklich sehr schick und alles schön gezeichnet. Also gefällt mir sehr gut, ist jetzt zwar nicht so wirklich dick, aber trotzdem, wie gesagt, allein durch die Zeichnung sehr schick gemacht. Und hier ist dann nochmal die Blu-ray. Und da sehen wir den Kontrahenten. Wie heißt er nochmal? Kuhn, Kien, Kien, Kahn, Gruben. Ja, Fans wissen, wie er heißt. Ja, ich bin auch so ein großer Fan, deswegen weiß ich wieder. Wie heißt denn der Knallmann? Kurgen, genau. Da ist der Name, genau. Kurgen, 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 Kurgen. Wenn wir ihn noch mehr weiter aussprechen, hier gibt es keinen Sinn mehr. So, ja, auf jeden Fall ein sehr schickes Mediabook vom Highlander. Ist auch nicht teuer gewesen. 15 Euro hat es mich gekostet auf einer Filmbörse. Ja, also ich finde, für 15 Euro kann man den Highlander dann definitiv mal mitnehmen in der schönen Ausgabe. Genau, so. Das war es dann von mir. Und wie gesagt, es kann nur einen geben. I don't think so.